Das ist der Start der neuen Saison und es sieht schon mal nach trockenem Wetter im Qualifying aus. 10 Fahrer sind heute am Start. Noch nicht alle, aber viele sind auch noch im Urlaub. Oder haben halt keine Zeit. Aber auch mit 10 Fahrern kann das heute sehr schön werden. Wir haben uns darauf festgelegt in der Planungsgruppe, dass wir nur 15 Minuten Qualifying machen und nicht 30 Minuten. Also das Tamo Qualifying schon in der ist Wand. für 30 Minuten angesetzt. Aber nach 15 Minuten müssen alle die Session beenden. Miami Gangster, Danke Jan, ja. der jetzt Und in der Wand hat gelandet von ist. Utah gerade auch. Das DRS ist ja für mich auch verfügbar, Und das ist sondern die erste alle Runde der neuen Assets. F2-Saison. Das stimmt. Moyano schreibt damit Geschichte. Aber Jonas ist direkt mal fast, nee, über 2 Sekunden sogar schneller. Oh, und Da Jeezy Weezy sagt er in doch der mal. Wand im Castle. Ob das nicht vielleicht sogar ungültig war. Oh, da kommt er sehr weit raus, schlägt an der Wand an. Da ist er doch der Flügel, dass sich nicht beschädigt. Möglich ist es. Und Ghost Pro Das ist ist in der Wand kurz eingeschlagen. So, Ghost Pro, setzt doch mal alles daran, hier nicht allzu schlecht ja, er das muss die Quali zu Runde zu Ende beenden. fahren. Trotzdem schädigt ihn von Aber Flügels letzte Chance. das wird wahrscheinlich nur P9, wenn es überhaupt reicht. Er. Ja, aber ganz knapp, 6000stel vor Dr. T. Nee, davor ist noch einer hier. Der. X-Wart ist noch davor. Ja, setzt er Kann denn er mal jetzt eine fahren. Zeit oder. Weil die Reifen sind schon Ja, gebraucht. vierter ist er Fünf als Zehntel besser. 52. Ganz stark. Ganz starke zweite Runde noch auf den Reifen. Tamo kommt jetzt wahrscheinlich auch über die Linie. Und hängt Ja, direkt Körper hinter ihm. zu. Okay, das ist jetzt ein spannendes Duell der beiden. Tamo. Auf 2, eine Zehntel dahinter, hängt jetzt Und auf 3. ja, ganz knapp Alles knapp da hintereinander. vorne, die ersten 4 innerhalb von 5 Zehnteln, was für so eine Strecke nicht viel ist. Bis auf Jonas, der auf seiner Outlap ist, müssten jetzt soweit alle durch sein. Er kommt vor Ablauf der 15 Minuten gerade so über den Strich, das war 15:01 bei uns in der Anzeige. Und hängt mit der schnellsten Runde. Die kam jetzt aus dem Nix. Die haben wir nicht gesehen. Da ist er auf seinem Mit der gebrauchten zweiten Runde auf Satz dem Weg. nochmal schneller gefahren. Jonas hat derweil seine Runde auch aufgegeben. Das ist stark, das Und ist damit richtig stark. Und ist das Quali da hat durch. Jonas sich vielleicht jetzt etwas verpuppert. Und dann einmal ganz kurz damit die Startaufstellung für das erste Formel-2-Rennen der WTC in Baku. Henk kann sich die Pole sichern im ART. Jonas steht direkt dahinter im BWT Aden. Tamo auf Platz 3 im Motorsport, MP Motorsport. Miami Gangster auf der 4 im Trident und der Teamkollege von Jonas auf Platz 5, XX Wart, auch im Aden. Ja. Moreno startet von Platz 6, von 7 folgt Jeezy Weezy. Goldstandard auf Platz 8, mit Mediums wird er starten. Ghost Pro von 9 und ebenfalls mit Mediums Dr. T. Wir können uns auf ein spannendes Rennen gefasst machen. Welcome back, Baku. We're on the edge of the Caspian Sea in a bustling, vibrant capital, which for only the third time plays host to Formula 2. This is not your usual racing circuit. It provides one of the most complete tests for the field. Sector 1 sports a set of 90-degree corners around the block, if you like. Sector 2 gets even tighter with the old city walls. Sector 3 just turns 16 to negotiate, and then 2.2 kilometers flat to the floor, full throttle in sixth gear all the way to the end. Die neue Saison beginnt. Herzlich willkommen. Die fünf roten Lichter gehen aus. Oder auch nicht. Doch, jetzt gehen sie aus. Aber keiner fährt los. Jetzt geht's los. Jetzt sind die fünf roten Lichter wirklich aus. Ganz starker Henk. Start von Jonas. Ja, das stimmt. Wird jetzt, dreht Und sich der aber Flügel weg. weg. Und ist in der Wand. Und ist in der Wand. Der Tamo überholt Henk in der zweiten Kurve. Henk nur noch auf zwei. Ja, da gab es einen Führungswechsel. So. Alle sind so weit, wie ich sehen kann, heil durchs Und er dreht sich Castle immer weg. Zwei durchgekommen. Autos, zwei Oh! Autos. Ghost Pro. Und Jeezy Und easy. Da loben wir ihn gerade als Startgewinner und Weezy. dann dreht er sich Ausgang des Castles weg. Goldstandard fightet da hart in der schnellen links rechts.
Und Moreno misst sich auch noch einen Prima. Und der das wird ihn eng. Wahrscheinlich schlucken. Da hatte Jonas auch wieder Probleme mit der Traktion. Ja, das ist ein Rad-an-Rad-Duell. Und beide müssen an die Box. Beide an die Box. Und das war aber spät. Und in der Box-Kollision! In der Box! Oh, oh, oh. Das war Goldstandardsfehler, soweit ich das überblicken konnte. Also, das war ein riskantes Manöver, dann auch in der Boxeneinfahrt überholen zu wollen. Das schafft auch nur Goldstandard. Also, das war auf jeden Fall sein Fehler. So. Jetzt ist soweit. Und Hank geht außen. Und hat ihn geschluckt. Kommt Tamo nochmal zurück? Nein, das macht Hank souverän. Und aber wieder Traktionsprobleme. Tamo kann jetzt vielleicht jetzt nochmal probieren. Und er geht ihn rein? Jetzt das DRS. Der ist doch wahnsinnig. Wer? Und Tamo hat das DRS. Er hat das DRS bekommen. Miami ging es ein bisschen abreißen lassen und Moerno ist raus. Oh, Crash im Kastel. Und Jeezy Weezy hängt da jetzt ganz ärgerlicherweise hinter. Schlimme Kollision, derweil ist Hank jetzt ganz nah dran an Tamo. Und Miami Gangster auch hinten dran. In Kurve 3 reicht es spät anbremsen. Die sind doch wahnsinnig. Oh. Aber Hank hat jetzt die Innenbahn und es wird sich ausgehen, oder? Oder gehen sie nochmal zu zweit? Oh, da muss Hank Platz lassen. Und Miami Gangster ist jetzt ganz nah dran. Eieiei. Ist das spannend. Hank hat die Führung übernommen und Miami Gangster holt sich Platz 2. Ganz stark. So, jetzt gehen die ersten wieder ins Castle. Miami Gangster ist 2 Zehntel dran und hängt Hank im Getriebe und schubst ihn und in die Wand. Und in die Wand. Da ist ein Frontflügel. Ich wollte gerade noch sagen, nicht, dass Miami Gangster sich da verbremst. Und er hat sich verbremst und Hank wird an die Box müssen. Da geht er eben Risiko, bremst gleich nur einen Millimeter zu spät und dann hängt er eben schon im Diffusor von Hank. Oh, Hank hat Probleme. Er wird da jetzt geschubst. Und Tamo wird an beiden vorbeiziehen. Tamo wird an beiden on track schon vorbeiziehen. Das ist ärgerlich. Ganz stark. Gehen dann beide an die Box. Beide in die Box. Ja, und auch Miami. Ein Boxenstopp-Duell. Auf Platz 2. Der sich auch rangearbeitet hat vorne. Nicht allzu weit weg von Tamo jetzt. Vielleicht kann er sich daran arbeiten. In der Box ist Miami Gangster an Hank vorbeigezogen. Sogar deutlich. Genau. Musste anscheinend nicht den Frontflügel wechseln. Ghost Pro. Wo steht der denn? Weil geht Jonas an die Box. Genauso wie Dr. T, der genau gleich. Oh, und 5 Sekunden. Ein guter Boxenstopp bei Wart. Das reicht das für Miami Gangster? Das wird nichts. Und für Hank? Das wird knapp. Aber der wird ein besseren. Der mit warmen Reifen wird da jetzt dran sein. Das und es wird ist knapp. Jetzt eng. Er wird ihn nicht kriegen, aber er hat DRS. Er hat DRS gleich. Waren ja auch schon im Kulli dafür. Er fährt Schlangenlinien. Das ist. Er hat die Linie sehr oft gewechselt. Gang bremst viel später als Warten überholt ihn. Starkes Manöver. Hat er auch die warmen Reifen? Zu Miami Gangster. Und keine 5 Sekunden Strafe holen ja am Eingang. Und er hat sie. Hat nicht geklappt. Er hat sie sich geholt. Tamo jetzt wieder. Oh, los. Das wird knapp. Das wird ein spannendes Und Miami Gangster hat die wärmeren Reifen. Aber weißt du, was ich glaube? Die werden sich absprechen. Ich glaube, wir haben das Ziel, gleich nochmal Richtung Hank auch ein bisschen zu attackieren. Ob zwei gute Position. Team Order. Er lässt ihn vorbei. Tatsächlich. Na, also Hank zieht jetzt schon ein Stück weg von den beiden Aden-Piloten. Oh, Problem! Ich hab's gerade noch gesagt. Nichts riskieren. Die liegen so gut im Rennen. Und dann fliegt er ab. Traktionsprobleme. Beifahrt. Knallt in seinen Kollegen Jonas rein. Ist da jetzt was kaputt gegangen? Ich konnte es nicht erklären. Also nicht genau sehen. Ich hab's. Es war prophezeit. Da fehlt ein Flügelteil. Hat das jetzt schon reicht? Eine Zehntel verloren beim Ausgang, aber mit der S wird er das möglicherweise zufahren können. Und wenn nicht, einfach Geduld beweisen und nächste Runde oder auf der Gegengeraden es versuchen. Ja, der Flügel ist jetzt offen. Oh, und der geht an die Box. Das ist jetzt eine interessante Situation. Das und 5 Sekunden.
Ja, oh, gelbe Flagge, es ist Goldstandard in der Auslaufzone. Da, das hätte man bei Jonas auch gut sehen können. Tammo jetzt auf den letzten Metern zu seinem ersten Sieg in der YTC F2 und das auch in der Historie. Das ist historisch. Glückwunsch an Tammo zum herzlichen Glückwunsch. Ja. Die 5 Sekunden, aber die machen jetzt nichts mehr, denke ich mal. Tammo ganz oben, neben ihn Hank. Und daneben Miami Gangster. Haben uns gut unterhalten in den ersten Runden. T3. Der Rennanzug von Tammo sieht richtig, richtig cool aus, dieser F2-Rennanzug. In diesem Orange-Schwarz. Ja, also das sind ja auch meine Farben, ne? Also das stimmt, das spricht mich auch sehr an. Tammo gewinnt das Rennen vor Hanky Boy, der sich eigentlich noch die 4 Punkte für die Polen mitnimmt und damit 22 Punkte diesem Rennen holt. Miami Gangster auf 3 mit 15 Punkten. Dr. T auf Platz 4 mit 12 Punkten für die Platzierung und 2 Punkte für die schnellste Runde, nur 1 Punkt weniger als sein Teamkollege Entscheidend. Jonas finisht auf P5. Genau, Goldstein wird 6 Tag, kriegt 8 Punkte. Gigi Breezy hat auch die schwarz-weiß-gerade Flagge gesehen. Kalim 6 Punkte für ihn. Ich glaube, bei Wart, Ghost Pro und Moreno gibt es keine Punkte mehr, weil die nicht über die 90% gekommen sind.